Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Age of Empires 3 The Ancient Dynasties, heute in dem Wars of Liberty Mod zusammen mit dem Chikri. Hallo. So, wir spielen einmal ich Sioux und du spielst Chile, ne? Ja. Genau, das ist ja die Mod mit den neuen Nationen und den ganz vielen Änderungen, neue Karten, wie diese jetzt hier, die heißt Alaska. Mal schauen, wie es ist, aber es sieht bis jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Sehr viel Wald. Ja. Das stimmt, da gibt's auch gute Herren, nicht wie bei Sahara. Ja. Vorher haben wir ja gerade Sahara gespielt, werdet ihr auch noch sehen, das Video. Ah ja. So, wir werden rushen, schon. Wie abgemacht, oder? Genau, wir rushen einfach. Sofern es geht. Ja. Eieiei, jetzt laggt das schon wieder so sehr, aber naja, gut. Leider. Können wir nichts machen. So, also ich werde dann nur auf Bowrider gehen, oder? Es kommt immer auf die Kombination an, aber zuerst startest du mit Bowrider, ja. Ja, na gut, eigentlich mache ich das immer. Ja. Das ist in der Mitte ein See, aha. Wollen wir auf Wasser gehen? Nee, Spaß. Ich glaube. Ah, scheiße. Wir müssen hier, die Map ist so und so. Ja, ne? Ja, jetzt kann ich mich an die Map erinnern. Ist wie große Seen, oder? Ja, fast, nur dass hier eben keine Verbindung gibt. Ach so. Okay. Was haben wir hier? Oh ja, zwei Kurven für die fünf Banditenwächter. Den hole ich mir später. Was mir hier sehr gefällt bei der Map, es gibt Füchse, wo man Gold sammeln kann. Das finde ich auch. Was? Als ob. Ja, müssen wir suchen. Ist nur bei einer Seite, entweder rechts oben bei denen oder bei uns. Hm. Interessant. Wer ist eigentlich? Das Geile ist, habe ja von Anfang an so einen Wolf hier. Habe ich gerade gesehen. Ja. Ah, hier unten sind die Füchse, glaube ich. Ich sehe die. Wo? Ja, hier. Guck, voll Highlight. Fox. Kann er uns angreifen? Nein, das ist einfach nur eine Goldquelle als Tier. Oha, wie geil. Das einfach richtig cool gemacht ist. Das stimmt. So, mal schauen. Ich gehe mal mit meinem Wolf scouten. Also ja, hier sind wirklich sehr viele Herden, muss man sagen. Ja. Weiter. Was? You cannot. Ja, kill den Wächter. Na, da hinten sind nochmal Füchse. Ja. Richtig viele sogar. Krass. Ah. Obwohl, jetzt leckt sogar gerade gar nicht. Ja. Man muss wissen, der eine, mit dem wir hier spielen, der ist aus Australien, deswegen verzögert das manchmal etwas. Leider. Ja. Aber da immer noch mal überhaupt den Mod zum Laufen bekommen, mit welchen anderen noch? Ja. Der Grüne ist eh bekannt. Ich spiele ja immer den Mod. Ach du Scheiße. Echt? Ja, der spielt das übelst. Oh nein. Wow, ich habe gerade so einen scheiß Bandit geholt. Und der ist sofort verreckt. Durch die anderen vier. Er wird dich schlafen. Ich geb dir einen Shoot. Ja, bitte. Ich überlege. Das ist einfach so die Musik umgeswitcht mittendrin. Ja. Einmal gibt's auch solche Soundbugs. Man hört kurze Zeit nichts. Ja. Die aufgefallen ist. So. Können wir hier die AP machen? So weit vorne? Ja. Hardrush. Okay, gut. Also den einen habe ich schon mal gescoutet, das müsste der Russe sein, ne? Also der stärkste und der gefährlichste von. Was findest du? Die Russen können hier später eine richtig krasse Wirtschaft aufbauen, was sehr gefährlich ist. Hm. Na, der hat Wasserkarten mit drin, also die scheinen auf Wasser zu gehen. Wegen Hard Rush. Ja. Und man muss ja zuerst investieren in Wasser, bevor man eben rushen kann. Also deffen kann. Das stimmt schon, also die sehen da nicht so gut aus wie wir am Rush. Müssen wir jetzt überhaupt im Einheiten bauen? Ja. Hast du so einen weggeknallt, so einen Bandit? Habe ich, ja. Danke. Ja. Ah, der eine hat mich gescoutet, also mein Villager. Ach, du hast ja diese geilen Rotos, ne? Und ich krieg vor allem, wenn ich einen Handelsposten baue, krieg ich 200 Holz einen Handelsposten und einen Roto. Auch sehr geil. Nachher viele Handelsposten.
Boah. Ey, diese scheiß Banditen, wie schnell sind die denn bitte? Gut, ich baue hier oben meinen Stall hin. Ich bin auf dem Weg, gleich da. Autos sind recht langsam. Ja. Werde ich weiter entfernen. Aber dafür sind sie auch extrem stark. Das stimmt, die Sammeln sind wie Siedler, kann man nicht bleiben. Ja. Das ist schon geil. Ich finde es auch cool, dass die Dorfzentren nach Städten genannt sind. Zum Beispiel das russische. Stimmt. Oder deins. Auch cool. Ich meine, jetzt kennt man zwar jetzt nicht unbedingt, aber. Ja, trotzdem. Ist trotzdem geil. So, ich habe gleich die zwei Kurare. Halt echt extrem stark, wenn man die dann hat. Was gibt's überhaupt für Indianer? Die Lamat. Die Wodka. Die Wodka finde ich cool, zum Beispiel. Ja. Los. Ah, jetzt habe ich zu wenig Bowrider rausbekommen. Ja, guck jetzt gleich. Ich habe 5 Stück ausgebildet für 140 und 60 Gold. Also 140 Nahrung und 60 Gold und ich krieg 10 Stück weg raus. Guck. Ach, stimmt, ja. Und dann jetzt guck, ich mach sie auf einen Modus. Ja, ich kenn das, ich kenn das. Kennst du das? Das ist ein übelst krass. Wollen wir gleich angreifen gehen? Ja, direkt los. Gut. Die Schaden sind nötig anstehen. Ja, da, die baut eine Kaserne. Ja. Dann zieht sich die Klemmer down. Ja. Ah, oh nein, der hat Schiffe. Der hat damit meinen Siedler gekillt. Shit. Oh. Geh schon mal aufs Blockhaus, sollst du die sie wegmachen. Hm. So. Boah, ich hab verpennt. Sorry. Kein Problem. Das sieht sehr gut aus. Ja, ich habe irgendwie viel zu wenig Ressourcen gerade. Ja, das ist halt extrem stark. Ah, Middleman. Ach, mir geht sogar 4 Siedler auf. Oh, ich hab's die ganze Zeit verpennt. Ich geh den auf die Siedler. Mach das. Sieht gut aus. Ja. Der ist nicht mehr so leicht weg. Hm. Achtung, Strelitzen. Ja. Ich geh drauf. Ja, bin schon. Oh, warte, da drüben baut er was. Ich geh mal dorthin. Ja, noch eine Kaserne achten, da sind ein paar Sackleere. Komm her, komm her, komm her. Ja. Sehr gut. Hm.
Wollen wir das mal zurückziehen kurz, oder? Einfach weiterziehen schnell, oder? Ja gut, stimmt, ja. Achtung, hinter uns. Ja. Sieht gut aus. Oh, jetzt kommt Kaff. Da bin ich richtig schlecht. Warte. Da musst du machen. Na ja, gut, richtig schlecht bist du doch auch nicht. Ja, 8x5, so wie Pikes, da bist du halt effektiv auf seine Masse. Weißt du? Ja, der zieht seine ganze Siedler rein. Oh shit. Pass auf, da kommt einiges an Armee jetzt. Ja. Wir sollten uns zurückziehen, das schaffen wir. Gut. Aber so schnell wie möglich wieder reingehen, bevor der Wasserflug bei denen funktioniert. Ja. Zehn Bowrider habe ich hier. Vielleicht nochmal 10 raus. Ich baue noch eine Kaserne. Hm. Wollen wir gleich wieder drauf dann? Mhm. Ah. Warte, mein Kundschafter ist noch mit dabei. Wir gleich Piraten, die können dann gut siegen. Du hast deinen Scout nie mitgenommen. Das ist der sehr wichtig. Ja, ich weiß, der war hinten die ganze Zeit in der Base, hab ich vergessen. Leider. Okay, ich bin bereit. Ja, Moment. Beweg mich schon mal vor, du holst mich eher easy rein. Ja. Ich probiere jetzt nämlich mal was aus. Wenn das klappt, ist es ziemlich stark. Ach, das geht noch gar nicht, shit. Es geht erst im dritten, den Gebäudeschadenzauber wollte ich gerade einsetzen. Ach so. Ja, na los. Quatsch, wäre da nicht OP. Ja, da ist er. Okay, ich hab die Kraft raus. Der hat ein paar Pikes. Hat's geschafft. Schade. Ich baue mal ein paar Axtreiter mit dabei. Hast du noch groß was an Armee? Ja, es kommen gleich 20. Unten hat er seine Armee drin. Vorsicht, da könnten Schiffe kommen. Und pass auf, da ist Kaff hinter dir. Strelitzen. Ne? Achtung, Schiffe. Zurückziehen. Da sind aber denen seine ganzen Siedler drin. Weißt, wir müssen, machen wir erstmal das Dorfzentrum. Ja. Und da sind wieder Basaklehre. Nur wollen wir erstmal ganz rausgehen wieder? Dann mit 20 Stück kommen wir danach. Ja. Sollte easy rein. Der ist die Häuser siegen, dass er nichts mehr rauskriegt. Keine Ahnung. Ja. Ich hab mir nochmal 200 Soldaten schicken lassen. Bei mir kommen die Piraten gerade an. Ach, da oben kommen Ranger.
Die kümmere ich mich mit. Gott, ich habe so vergessen, Siedler zu bauen. Ach, noch von unten. Ja, Strelitzen. Ja. Gefundenes Fressen. Jetzt zieht er sich wieder zu Wasser zurück. Mhm. Bringt ihn aber nichts, weil von unten kommen Hundesoldaten. Ja gut, die Schiffe sind brutal. Ja. Ich age. Du kannst auch agen, wenn du möchtest. Nee, ich pumple lieber noch mehr eine. Ja, Dorfzentrum ist down. Ah, da sind die Siedler. Ja. Jetzt soll helfen. Schreit hinterher. Ja. Hier rechts rüber, weil da hat er auch rausgekannt. Nutz sie, lassen down. Weil der eine von mir steckt in der Goldmine fest. Geil. Weil ein Geschehen ist, ist ein... Achtung, war sein Garten. Alles gut. Gut. Hammer. Könnte doch nicht besser laufen, oder? Ja, wir ignorieren einfach Wasser und gehen direkt auf den Italiener. Aber irgendwann sind die Rohstoffe auch ausgeschöpft im Meer. Weil ich weiß, dass es hier nicht so viele Fische gibt und nicht so viele Wale. Ja. Alaska-Seelachs. Kommen nochmal 5 Bowrider von mir. Ja. Dann können wir gleich weiter, oder? Ja. Warte, ich schau mal kurz runter ans Wasser. Ja, du kannst auch die Häuser ganz schnell abreißen, bevor die Schiffe kommen. Er schreit schnell das Blockhaus ab, glaube ich. Ich hätte die Häuser gemacht. Ja, warte, das sind Strelitzen. Ja, die ganze scheiß Schiffe. Kann dir helfen mit einem Schiff? Oh scheiße, die haben ja... Ja, die haben sehr viel. Leider. Geh nochmal ab. Das kostet dich so viel, ich will einfach zurückgehen. Autsch. Ist egal. Wir hätten da mit dem Grünen extrem viel Damage machen können. Alter. Drecksschiffe. Ich age ab. Jo. Einfach voll kein, weil die da einfach her entschieden kann. Nice. Ja. Hab ich einen Traum? Unten ist er bei mir. Ja. Ja. Hab einen Architekt von ihm gekillt. Sehr gut.
Oha. Daku. Er baut dort unten ein Dorfzentrum. Pass auf, unten deine Piraten. Ja, ich Achtung, Schiffe! Alter! Gut, weiter. Ja. Sollten wir safe haben. Ja. Überleg mir gerade, wie ich mein Fort am 30. hinbauen kann. Ich will es irgendwie hier hinbauen. Boah, die Schiffe das halt kaputt machen. Hm. Ja, dann hätten wir. Minuteman. Ja. Ja. Danke, dass du von meinen Bisons mitsammelst, ne? Und Teamgame. Richtig dreist. Oh, jetzt hörst du die Musik gerade auf? Ja. Die finde ich gerade geil. Alter, die ganzen Siedler, die da jetzt sterben. Ja. Achtung, Stalitzen. Ja gut, die sind ja kein Problem. Ja, trotzdem machen die Damage. Ja. Ah, da sind die Siedler oben. Oh, ein Kundschafter. Sieh mal einen an. Gut, den hab ich. Der kommt da nicht mehr raus. Zumindest nicht mehr lebend. Sehr schön. Na, da unten die scheiß Schiffe. Ja. Ah, die könnten auch ruhig mal aufgeben, muss ich sagen. Noch bis zum Ende. Hm. Ah, ich hab noch ein cooles Gebäude. Kennst du die Salz? Oder was? Wie nennt man die nochmal? Salitera. Ich weiß nicht. Oh, guck mal, da unten hat er noch eine Base. Kann ich was aussprechen? Bau das mal in deine Nähe. Dem haben wir es oder so gemacht. Ja. Oh, da dreist noch mit drauf. Oh oh. Ah, das geht schnell runter, Siege. Ja. Also die Gewehre, die sind ja auch sowas von OP, muss ich sagen. Ja, weil die so übelst krass schnell schießen. Ja. Hast keine Ladung. Das ist ein Gatling ganz auf Pferden. So, jetzt einfach down siegen. Auch mit meinem Schiff. Schiffe, ne?
Achso, nach Fort kann ja auch Gebäude angreifen, stimmt ja. Ja, das ist geil. Oh, der zieht die ziehen das jetzt wirklich alles in die Schiffe. Ach, hier gibt's keine Ins. Ich weiß es nicht, doch, die hauen ab. Oh, Alter. Das ist jetzt wirklich unnötig. Ja. Ich geh gleich ins fünfte, dann mache ich Spiel rum. Ohne Stern. Aha. Ey, jetzt muss ich wohl auch noch einen Hafen bauen, oder wie? Hab ich ja jetzt schon Bock drauf. Ja, die Schiffe von denen sind ziemlich stark sogar. Sind billig, aber nicht stark. Doch, in der Masse sind die echt stark. Masse. Hat ein Brite bessere Chance. Na gut, weiß nicht, wie es hier in der Mod ist. Ah, Kanone. Ey, guck mal, wie dreist das ist. Als ob ich nur zwei Häfen bauen kann. Ja, das jeder kann nur zwei Häfen bauen. Ach so? Ja. Wenn du halt einen Wasserbogen machen möchtest, kannst du mit deinem Fischerbogen noch so extra Docks bauen. Ja, gut, stimmt. Als Militär einfach. Guck mal, mein Extra-Gebäude, das produziert für mich. Kisten. Meinte ich mit Salitera. Lol. Auch richtig geil. Ja, das ist geil. So, hab gleich genug Schiffe draußen. Spion machen. Wann Spion machen? Kannst du Spion machen? Ich bin weiß nicht, wo ich das machen muss. Ich weiß es nicht. Ich weiß es halt. Bau da um an. Hafen und Bauschiffe. Hab ich schon, hab ich schon. Na gut. So ein Scheiß. Mit den kleinen Schiffen, die ich hab. Daku? Aha. Daku? Daku? Alter, die haben mehr Siege Attack als du nicht. Ja, das ist aber auch der Angriffsschaden gegen Schiffe. Hä? Mhm. Ich dachte Range Attack. Nee, das ist gegen Einheiten. So. Deswegen, die sind schon nicht schlecht. Jetzt sind sie noch mal stärker. Die backen halt leider nur immer etwas rum. Was ist das? Wieso habe ich jetzt den Schatz angegriffen? Da unten. Keine Ahnung, manche Wölfe greifen mich auch einfach so an. Ich weiß es auch nicht. Ja. Gut. Geil.
Programme, Sir. Ich bin gleich im vierten. Ja. So. Ha, hallo. Die ganze Pieces, also, die ich habe. Kannst du Spion machen? Na, ich kann doch erst im fünften, wenn. Ja, im Dorfzentrum aber, gell? Nee, da sehe ich das sogar gar nicht. Da haben wir. Ach. Guck mal da vorne. Ja, ich schick meine Kanonen drauf rum. Ja. Aber ich mach's jetzt hier kaputt. Vielleicht kriegt er noch ein paar Schiffe. Ja, sieht gut aus. Alter. Wie viel Schaden machen die denn bitte? Holy shit. Da ist noch ein Schiff. Ja, ist es. So, ich würde sagen, kannst jetzt mal aufgehen mit meinen Schiffen. Ja, ich gehe auch. Schon dabei. Oh, diese ganze Seeflotte. Alter. Sieht so geil aus. Wie du noch so dreist, da hinten so eine Base aufbauen. Als ob das dann noch schon eine Chance Ja, ne? Kleines Fischerboot, süß. Was sind denn noch einmal raus? Stimmt, wir haben noch einiges. Komm mit meinen Kanonen. Ah, ja, endlich. So. Jetzt die Schiffe. Guck dir mal meine an. Die hauen richtig rein. Dann werfen die ihre Fackeln bis dahinter. Ja, GG, ne? Unnötig verzögert. Ja, ist blöd fürs Video. Aber egal. Ach, come on, jetzt, ich will jetzt wirklich da hinten noch ein Blockhaus bauen. Der hält's halt doch weg mit deinem Team. Da unten hat er noch Schiffe. Echt jetzt extrem unnötig. Ja. Naja. Ja, dort ganz oben sind die letzten, ja, oder? Hoffentlich. Nee, hey, sieht nicht so aus. Ja, die Fischerboote noch. Ja. Muss unter seinen Scout finden. Hat man den Staubsauger gerade machen? Nein. Oh, come on. Da oben. Ja. Was ein Noob, Alter. Aha. Problem. Was Na ja, gut. Ich denke, ich muss das Video jetzt hier nicht weiter in die Länge strecken. Also, wir haben gewonnen. Ja. Und deswegen danke fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei einer weiteren Runde Age of Empires 3, der Ancient Dynasties, oder wieder zu einer Runde mit dem Wars of Liberty Mod. Bis dahin, ciao. Tschüss.